Wir haben uns mit unserem guten alten MB-100 zusammen auf den Weg Richtung Marokko gemacht und haben nun unser erstes Zwischenziel, den Campingplatz in Tarifa, erreicht, von wo aus wir morgen mit der Fähre nach Marokko übersetzen werden. Die Fahrt war eigentlich an sich sehr unspektakulär. Wir haben uns etwas mehr Zeit gelassen als sonst üblich. Normalerweise, wenn ich an der Tasten Diesel-Rallye teilnehme, versuche ich die Strecke etwas flotter hinter mich zu bekommen. Aber da auch gerade unser guter alter MB-100 doch etwas gemütlicher es gerne hat, habe ich auch mal sehr piano gemacht, habe auch mal ein paar neue Strecken ausprobiert. Hier ein paar neue, ja, bin in Frankreich zum Beispiel über diese eine berühmte Brücke, deren Namen jetzt nicht eigentlich einfällt, jetzt gefahren. Ein interessantes Erlebnis zumindest mal, auch wenn es nur eine Brücke wie jede andere ist. Aber sie ist lang. Ja. Und nun sitzen wir hier, gemütlich, heiße Sonne, und hoffen, dass das Wetter hält. Hier zieht nämlich gerade ein ordentliches Gewitter auf. Das heißt, dass wir jetzt hoffen, dass das noch an uns vorbeizieht. Ja, und dass wir dann morgen ohne Probleme mit der Fähre übersetzen können. Auf jeden Fall möchte ich eine kurze Vlog-Reihe über diesen Urlaub machen. Wir sind jetzt ca. 3 Wochen lang unterwegs. Möchten in Marokko ein bisschen im Atlasgebirge rumfahren, vielleicht bis in die Wüste nach Zagora und dann am Ende der Reise über Marrakesch zurück. Ich werde alle paar Tage ein kurzes Update mal auf den Kanal posten. Ich werde auch regelmäßig auf Instagram Bilder posten und dort meinen Status aktualisieren. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr zuschaut. Nun gut, dann hoffe ich jetzt mal, dass das Wetter hält. Und sage erstmal bis morgen, ich melde mich aus Afrika wieder.